Jo! Ich nehme wieder auf. Nein. Hi, willkommen wieder zurück zu Sonic Forces. Part 5. Ja, Part 5 war das jetzt. Wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und dann hat Dr. Eggmans Monster Sonic erwischt. Unseren Sonic, meine ich. Aber jetzt bist du hier. Als ob die Welt einen Sonic braucht. Irgendeinen, um in Balance zu bleiben. Wenn wir Dr. Eggman besiegen, ist der Krieg vorbei. Und wenn wir das Geheimnis seiner Macht lüften, kommst du vielleicht wieder nach Hause. Hey, der Sensor hat Dr. Eggman aufgespürt. Schnell! Wir spielen Super Classic Sonic. Nein, auf jeden Fall. Ich weiß schon wieder nicht, was ich sagen wollte. Tails hat mich unterbrochen, weil ich dachte, wir starten sofort das Level. Ich weiß schon nicht mehr, was ich sagen wollte. Wir starten einfach! Wir müssen schnell Dr. Eggman Ringe. Finden. Mal sehen. Das Signal kam aus dieser Richtung. Hier ist alles noch einigermaßen intakt. Aber der Feind ist bestimmt hier. Sei es auf der Hut, Sonic. Ich finde schade, dass die Badniks nicht mehr so aussehen. Heißen die Badniks? Die heißen Badniks, oder? Hat die Bubble nicht sonst immer Luft gegeben? Oder gebounced? Warum dreht... Das möchte ich bitte, dass du das aktivierst. Was ist die Musik so leise? Oh nein, da war die Unverwundbarkeit. Okay. Seltsam. Da drüben ist eine Wüste. Das ist doch Green Hill, oder? Irgendwas stimmt nicht. Hallo? Bin ich blöd? Hallo? So. Irgendwas funktioniert nicht. Sofort Hallo sagen. Ich hasse 2D. So. Da drüben ist eine Wüste. Hier stimmt irgendwas nicht. Das ist doch Green Hill. Ja. Globale Erwärmung. Tails. Wie habe ich den denn jetzt nicht getroffen? Nein! Oh Mann! Der eine tot. Hab mich so aus dem Konzept gerade gebracht. So. Kannst du bitte... Oh mein Gott. Ich habe für ein Level, was 2 Minuten geht, 3 Minuten gebraucht. Ey, ich kann nicht mehr. Der Abend ist sehr lang. Und trotzdem Rang S. Das Spiel will, dass man Rang S dort bekommt. Anders ergibt das keinen Sinn. Ich werde diese Schuhe nicht anziehen. Aber etwas in mir möchte, dass ich die anziehe.
Nein, ich werde jetzt nicht nochmal den Charakter ändern. Also erstmal nicht. Wir werden jetzt erstmal den Boss fertig machen. Also, wir werden jetzt erstmal den Gegner besiegen. Nein, da werde ich nicht drauf eingehen. So. Ja. Cutscene. Ich stumme mich. Und damit ist die Beseitigung der Phantomrubin-Prototypen abgeschlossen. Es war ein fehlerhaftes Modell. Es konnte nur die DNA des Aktivierenden aufzeichnen. Nur ein Wesen meiner Stärke könnte es jemals aktivieren. Das ist jetzt egal. Das Labor im Mystic Jungle ist abgesperrt. Übrigens, bist du dort nicht Sonic begegnet, nachdem er entkommen ist? Ja, aber er konnte gegen mich nicht standhalten. Es besteht kein Grund zur Sorge. Du hast die Igel leben lassen? Das ist ein sehr guter Grund zur Sorge. Für dich vielleicht. Er besiegt dich seit Jahren immer wieder. Ich habe ihn beim ersten Versuch überwältigt. Phantomrubin-Prototypen? Und Sonic lebt? Was ist denn? Nichts. Wir fahren fort wie geplant. Natürlich, unser Plan wird den Widerstand vollständig auslöschen. Und aus der Asche der Welt wird sich das glorreiche Eggman-Empire erheben. Und der Widerstand wird sich der Macht des Phantomrubins beugen. Alle werden unterworfen. Was? Du! Oh! Dafür habe ich keine Zeit! So, ich musste kurz pausieren. Ich muss mein Mikrofon wieder anschalten. So, starten. Das übertrifft sogar meine Erwartungen. Ha, mein Genie ist wahrlich beeindruckend. Das heißt nur, dass du dich verrechnet hast. Das sehe ich als Misserfolg. Erwartungen zu übertreffen ist der ultimative Erfolg. Das muss ich verstehen. So. Bist du ganz schön frech. Aber der Ektogon hat nur 10% seiner Kampfstärke verloren. Das wird sich bald herausstellen. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Es wäre keine Herausforderung, dich hier zu vernichten. Früher oder später ist der ganze Widerstand dran. Warte nur! Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Er sagt zu uns, er hatte für uns keine Zeit, aber kämpft dann gegen uns. Warum? Hättet ihr eine Chance auf den Sieg? Wie niedlich!
Da tut es mir ja fast leid, dass dies wohl das letzte Tänzchen dieser Art sein wird. In nur 3 Tagen wird mein genialer Plan euch Nervensägen komplett auslöschen. Moment, 3 Tage? Und welcher Plan? Ich möchte die Überraschung nicht verderben. Wie sagt man so schön? Die Erwartung des Endes ist schlimmer als das Ende selbst. Na, vielleicht nicht in diesem Fall. Ich finde es echt traurig, dass der Eggman Synchronsprecher nach Sonic Forces gestorben ist. Also, ja, nochmal deprimierendes Ende einfach gegen Ende, dass er gestorben ist halt. Ist echt traurig. Park Avenue City, okay. Das sieht aus wie Europa irgendwie, ein bisschen. Komm, der Act-Dragoon ging so schnell, wir hauen noch ein Level hinterher. Die Armee ist durchgebrochen. Sie sind in der Stadt. Wir müssen die Leute dann rausholen. Wen können wir schicken? Sonic und Silver müssen sich erholen. Wir sind mit dem Feind in Seaside Hill beschäftigt. Wir haben niemanden übrig. Doch, mich. Die 8. Einheit hier. Wir sind unter feindlichem Beschuss festgenagelt. Puh, da habe ich wohl keine Wahl. Okay, Rekrut. Ich habe eine Aufgabe für dich. Kehre in die Stadt zurück und rette die Zivilisten. Er hätte eigentlich auch Espio schicken können und Vector. So. Vector und Espio. Aber egal. Ist eh nur eine Ausrede, damit wir unseren Charakter spielen können. Eh. Weil. Ich wollte schon sagen. Hä? Ja, die Black Hole Gun wäre besser gewesen. Oh mein Gott. Ich sterbe, weil ich den Hammer ausgerüstet habe. Ich komme nicht drauf klar. Oh mein Gott. Echt? Das ist Cube. Sehr beeindruckend. Du hast es denen wirklich gezeigt. Komm schon, wie soll ich das denn überbieten? Was? Kurze Frage, wo retten wir Zivilisten? Hä? Was habe ich gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Ich würde schon sagen. Ich dachte jetzt schon, dass da wieder Gegner sind. Habe ich verpasst.
Oh mein Gott. Nachricht von der Basis. Der Feind flüchtet. Mission abgeschlossen. Gute Arbeit. Was haben wir gemacht? Wieso ist der Feind geflüchtet? Warum? Es ergibt keinen Sinn für mich. Entschuldigung, dass ich jetzt so viel hinterfrage, ne? Warum ist jetzt der Feind geflüchtet? Warum haben wir jetzt gute Arbeit geleistet? Es ergibt für mich keinen Sinn. Es tut mir so furchtbar leid, dass ich so viel anfange zu hinterfragen. Aber es ergibt wirklich keinen Sinn für mich in meinem Kopf. Können wir eine Cut ziehen? Nein, ne? Das war beeindruckend, aber es gibt noch viel zu tun. Wir haben nichts getan! Großartig! Ich wusste, dass du es schaffst, wenn du nur an dich glaubst. Nicht schlecht! Aber wie sehe ich denn aus, wenn du im Rampenlicht stehst? Wir haben nichts gemacht! Und die tun so, als hätten wir voll die krasse Scheiße gemacht. Wir haben keine Zivilisten gerettet. Wir sind durch die Stadt gerannt. Ja, das machst du in einem Sonic Game. Du rennst durch die Stadt, aber es ergibt so für mich gar keinen Sinn. Ich muss die Waffe wechseln. Gib mir auf den Sack. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.